Nun ist etwas passiert, was die Welt wahrhaftig erschüttert hat. Der böse Bu hat den guten Bu absorbiert und sich dadurch in ein rachsüchtiges Wesen verwandelt, das nicht zu bändigen ist. Im Gegensatz zu Fett Bu verspürt Super Bu keine Reue an seinen Handlungen und tötet unschuldige Menschen zu seinem eigenen Vorteil. Er verspürt sadistische Freude an dem Leid, der Angst und der Zerstörung, die er anderen zufügt. Anders als Fett Bu weiß er, dass das, was er tut, böse ist, aber das könnte ihm nicht egaler sein. Dies steht auch sofort unter Beweis, als er den Komplizen des Mannes tötet, der den armen Hund angeschossen hatte. Bu verflüssigte sich und zwängte sich selbst in dessen Körper, bis dieser platzte. Sein innerlicher Zorn hat ihn völlig verunreinigt, wodurch er zu einer konzentrierten Quelle des Chaos wurde. Er bemerkt den nächsten Menschen in der Nähe und stürmt sofort auf ihn zu, stoppt dann plötzlich, weil etwas ihn aufzuhalten scheint. Es ist sein bester Freund Mr. Satan, den er einfach nicht verletzen kann. Super Bu blickt hinunter zu ihm, sagt einfach seinen Namen und zieht dann seine Wege, um weiter Chaos zu stiften. Ich finde es auf eine bizarren Weise sehr süß, um ehrlich zu sein. Einen Schurken wie den Typen vorhin kann Bu problemlos töten, aber dem besten Freund von Fett Bu kann er kein Haar krümmen. Der Einfluss des guten Bu ist noch tief in ihm verankert. Allerdings gilt das nur für Mr. Satan. In diesem Moment ist kein einziger Mensch sicher und Super Bu ist kurz davor, ein Debüt abzugeben, das mit den anderen Dragon Ball Schurken mithalten kann. Super Bu spürt das Ki von Piccolo und den anderen und erscheint vor ihnen mit schockierender Geschwindigkeit. Dort steht nun der mächtigste Dämon, der jemals auf dieser Erde sein Unwesen trieb. Ihr müsst euch auch vorstellen, der Bösewicht betritt einfach die Höhle des Löwen und brüllt heraus, dass sie ihm ihren mächtigsten Krieger herausbringen sollen, damit er ihn so schnell wie möglich töten kann. Wie der Bu zuvor ist er ein ungeduldiges Kind, aber mit dem gewaltigen Unterschied, dass er verdammt unhinged ist. Da gibt es eine Szene, wo Piccolo Super Bu anfleht, ihm Zeit zu geben, damit sich Goten und Trunks ausruhen können. Und selbstverständlich hat Bu kein Interesse daran, auch nur eine Sekunde zu warten. Er kann ihn aber dazu überreden, zunächst die gesamte Menschheit auszulöschen, damit er sich so Zeit kaufen kann. Schließlich sind 7 Milliarden Menschen eine Menge, nicht wahr? Sicherlich wird dies genug Zeit verschaffen, damit sich Goten und Trunks vollständig ausruhen können. Dies erweist sich jedoch als Wunschdenken, denn Bu streckt nur einmal seinen Arm aus und schießt einen Energiestrahl pro Menschen ab, der in nur wenigen Sekunden die gesamte Menschheit auslöscht. Dann sagt er einfach so, alle Menschen sind tot, bring mich nun zu dieser besagten Person. Kämpfer wie Tenshin Han und Chaozu verfehlte er, da sie rechtzeitig ausweichen konnten und Mr. Satan wurde nicht einmal beachtet, aus offensichtlichen Gründen. Piccolo überredete ihn doch, noch für mindestens eine Stunde zu warten, damit er die beiden holen kann. Dabei nutzt er sogar Mr. Satans Tochter Videl, was ihm dann schließlich überredet. Allerdings wird sie später nicht verschont werden, da er wirklich explizit nur Mr. Satan nicht töten kann. Die Nachricht, dass Super Bu gerade die komplette Menschheit ausradiert hat, geht in der Welt der Kaioshins durch die Runde. Nicht mal Goku selbst konnte verstehen, wie zur Hölle Bu das so schnell hinbekommen hat. Doch dort hört es mit Super Bu nicht auf. Chi-Chi beschwert sich zu Recht bei Super Bu, weil er ihren Sohn Gohan auf dem Gewissen hatte. Wir wissen ja, dass Gohan noch lebt, aber das weiß sie in diesem Moment nicht. Bu verwandelt sie dann einfach in ein Ei und tretet auf sie. Alles vor Gotens Augen, ihrem zweiten Sohn. Ich frag mich in diesem Moment nur, warum ausgerechnet ein Ei? Die anderen verwandelt er in Süßigkeiten und Chi-Chi dann einfach in ein Ei? Bu zerschlägt dann einfach die Sanduhr, die Piccolo vorhin erschaffen hat, da seine Geduld am Ende ist. Es reicht, ich will nicht länger warten! Hab noch etwas Geduld, das waren nicht mal 30 Minuten, du kriegst deinen Kampf! Nein, vergiss es. Ich will jetzt kämpfen. Nicht später. Der Namekianer muss dann schließlich nachgeben und entscheidet sich dann doch, den Dämonen zu den beiden zu führen. Super Bu kombiniert die Eigenschaften von Good Bu und Evil Bu. Er behält Good Bus Tendenz zu Wutausbrüchen und sein gewaltbereites Verhalten und eine sachlichere Herangehensweise an die Dinge. Jedoch wird seine neu gewonnene Weisheit von seinem kindlichen Temperament und seiner Naivität überschattet. In dieser Form zeigt Super Bus Intelligenz einige seltsame Eigenschaften. Als Piccolo ihn vorhin bat, eine Stunde auf Gotenks Vorbereitung für ihren Kampf zu warten, hatte er wirklich keine Vorstellung davon, was eine Stunde ist. Doch als Piccolo vorhin eine Sanduhr erscheinen ließ, zählt er plötzlich blitzschnell alle Sandpartikel und versteht, wie lange eine Stunde dauert. Darüber hinaus kann er Lügen erkennen und ohne Schwierigkeiten die verbleibende Anzahl der Menschen auf der Erde zählen, indem er einfach von Kamis Palast aus herunterblickt. Obwohl Super Bu die gleiche Grausamkeit und Rücksichtslosigkeit wie Evil Bu und Kid Bu besitzt, ist er im Grunde noch gesprächsbereit. Trotzdem endet jede Unterhaltung mit
ihm immer tödlich, unabhängig von der Herangehensweise. In dieser Saga spielt auch Piccolo eine unterschätzte Rolle. Nach der Cell-Saga übernimmt er mehr die Rolle eines Mentors und konzentriert sich darauf, sicherzustellen, dass die Söhne von Goku und Vegeta stark genug werden, damit sie Buu besiegen können. Die Zeit im Raum von Geist und Zeit verläuft anders als in der normalen Welt, weshalb Piccolo mit Super Buu weite Wege zurücklegt, um so viel Zeit wie möglich rauszuhauen. Das sind ja noch Kinder. Ja, na und? Als Super Buu und Piccolo schließlich im Raum von Geist und Zeit ankommen, sind Goten und Trunks bereit, sich zu fusionieren. Doch dann bricht Super Buu, so ungeduldig wie er ist, die wichtigste Regel im Anime. Mische dich niemals ein, wenn jemand sich verwandelt. Ah! Sag mal, hast du sie noch alle? Warte, bis wir soweit sind. So geht es nun wirklich nicht. Das ist unfair. Sowas macht man nicht. Doch dann wartet er schließlich die Fusion ab und Gotenks wird zurückgebracht, der bereit ist, sich dem Dämonen zu stellen. Er greift Super Buu direkt an, der dies nicht einmal als ernsthaften Angriff wertet und weiterhin darauf wartet, dass er endlich angreifen darf. Während Piccolo nur zuschauen kann, hofft er, dass die Jungs einen Plan haben. Der Kampf zwischen Super Buu und Gotenks ist zweifellos einer der amüsantesten in der Serie. Obwohl Super Buu selbst ein sadistisches Monster ist, harmoniert er überraschend gut mit dem selbstbewussten und explosiven Gotenks, was den Kampf mit seiner kindlichen Art äußerst unterhaltsam macht. Gotenks beginnt seinen Angriff in seiner Baseform, aber als er merkt, dass er damit Super Buu kaum beeindrucken kann, verwandelt er sich in einen Super Saiyajin, wodurch er den Dämon zeitweise überraschen kann. Zuerst ist Buu ziemlich gelangweilt von Gotenks Leistung, aber als dieser den Super Saiyajin erreicht, findet Buu so langsam Gefallen an dem Kampf. Dann führt Gotenks eine der ungewöhnlichsten Techniken in der gesamten Serie aus, die Super Ghost Kamikaze Attacke. Bei dieser Technik formt er aus seinem Ki Geister, die über ein eigenes Bewusstsein verfügen. Diese Geister gehorchen Gotenks wie Soldaten und sorgen beim Gegner für Chaos. Gotenks schickt einen seiner Geister auf Buu, der von ihm dann geschlagen wird. Was Buu jedoch nicht weiß ist, dass der Geist explodiert, sobald er berührt wird. Und dies richtet schweren Schaden an den Dämon an. Gotenks versucht die gleiche Technik erneut, aber Buu hat dazugelernt. Wie bereits erwähnt, ist Buu nicht mehr so dumm wie zuvor und kann dem Angriff mühelos ausweichen. Die Geister von Gotenks sprengen sich sogar selbst, als sie sich gegenseitig die Hand geben wollen, was nur noch wenige übrig lässt. Diese Geister sind jedoch schlau und beginnen, miteinander zu sprechen, um Buus Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Buu, immer noch naiv im Herzen, geht zu ihnen, nur damit sie direkt vor seinem Gesicht explodieren und ihm erneut erheblichen Schaden zufügen. Super Buu kann sich jedoch leicht von diesen Verletzungen regenerieren, was ihn wie ein unaufhaltsames Monster erscheinen lässt. Buu ist, glaube ich, nicht sehr beeindruckt. Da, sieh mal! Buu greift zurück an und verprügelt den überheblichen Gotenks. Es sieht nicht danach aus, als ob sie hier einen Sieg erringen können, da Gotenks selbst sagt, dass es vorbei ist. Piccolo sieht sich gezwungen, den Ausgang zu sprengen, sodass niemand mehr rein oder rauskommen kann. In einer sehr humorvollen Szene brüllen sich Piccolo und Gotenks an, wobei Gotenks erklärt, dass seine vorherige Bemerkung nur ein Witz gewesen sei und dass er doch etwas in der Hinterhand hatte. Doch da gibt es einen Dämon, der dies alles hier absolut nicht witzig findet, und das ist Buu. Eine Sache macht Buu wütender als alle anderen Anwesenden hier. Und das ist der Mangel an Süßigkeiten im Raum von Geist und Zeit. Die Nachricht, dass er hier nun für immer ohne Süßigkeiten gefangen ist, erschüttert den Dämon so stark, dass er vor Wut schreit und dabei einen Riss zwischen den Dimensionen verursacht. Der besorgte Blick von Buu, als er bemerkt, dass es keine Süßigkeiten hier gibt, verleiht dem Panel eine bedrohliche Atmosphäre und zeigt, wie ernst es für das pinke Monster ist. Allerdings schafft er es durch seinen Schrei tatsächlich, durch das Loch zu fliehen und sich zu befreien. Da er hungrig ist, verwandelt er alle Anwesenden in Kamis Palast in Schokolade und genießt seine Freiheit. Doch Gotenks hat noch ein Ass im Ärmel, die Verwandlung in ein Super Saiyan 3. Gotenks hat selbst keine Ahnung, wie er diese Form erreicht hat, aber jetzt geht es darum, hier rauszukommen. Gotenks nutzt denselben Trick wie Buu und öffnet ein Portal zurück in unsere Welt. Es beginnt nun die letzte Runde des Kampfes. Der Kampf wird nun wesentlich spannender, da der Super Saiyan 3 Gotenks immense Macht verleiht. Ihr Duell ist so verheerend, dass sie Kamis Palast vollständig demolieren und Piccolo sprachlos lassen. Gotenks kommt dann auf die brillante Idee, Buu in einen Ball einzusperren und mit Piccolo Volleyball zu spielen, während sie Buu als Ball misshandelt. Ja, das ist richtig. Gotenks spielt mit der gefährlichsten Kreatur überhaupt, Volleyball. So etwas Fantastisches kann nur von dem großartigsten Mangaka Toriyama stammen. Gotenks schmettert den Ball wie ein Meteor in die Erde rein und bricht in schallendes Gelächter darüber aus, was er Buu gerade angetan hat. Buu überlebt dies knapp und wird weiterhin von der überwältigenden Macht von Gotenks zerfleischt. Dieser Kampf
Kampf ist brutal einseitig und Bu bleibt erstmal nichts anderes übrig, als einzustecken und zu beten, dass es bald endlich aufhört. Zu seinem Glück stößt Gotenks mit dem Super Saiyan 3 an seine Grenzen und verwandelt sich nicht zurück, sondern trennt sich wieder in Goten und Trunks auf. Die Situation sieht verloren aus, bis unsere Helden ein gewaltiges Ki spüren, was sich rasant nährt. Es ist das von Gohan, der zu Hilfe kommt. Dieser hat währenddessen ein Training durchgemacht, worauf wir in ein anderes Video genauer eingehen werden. Wenn ihr dachtet, dass Gotenks Bu übel zugerichtet hat, dann habt ihr noch nicht gesehen, was Gohan mit Bu anstellt. Der Bro gibt den armen Dämon keine Atempause und vernichtet ihn regelrecht. Dabei ist sich Gohan auch nicht scheu, Bu mit einem One-Liner zu disrespecten, während Bu nur geschockt zuschauen kann. Hier kommt nun das Ego von Bu hoch. Auch wenn er ein Dämon ist, der nur für Zerstörung existiert, so besitzt er immer noch ein gewaltiges Ego und einen starken Stolz. So sagt er zu Gohan, dass er niemals zulassen kann, dass jemand stärker sein kann als er. Ich hab ganz schön was dagegen, dass du hier bist, denn ich bin der Stärkste. Dieser Planet gehört nur mir und ich werde ihn mit niemandem teilen. Der Fakt, dass er jetzt schon zum zweiten Mal so im Nachteil ist, macht ihn so wütend, dass er wortwörtlich platzt und das gesamte Gebiet sprengt. Vorhin habe ich über die Intelligenz von Bu gesprochen und die ist auch wirklich hoch, wenn er einen ruhigen Moment findet. Der folgende Moment ist genauso einer. Er provoziert erstmal Goten und Trunks dazu, sich zu fusionieren, weil er erstmal die beiden besiegen will, bevor er sich Gohan widmet. Die beiden fallen auch noch darauf herein und fusionieren sich sogar. Dies war jedoch lediglich eine Falle, damit er Gotenks und Piccolo absorbieren kann, wodurch laut ihm der stärkste Majin Buu geboren ist, den wir jemals gesehen haben. Dunkle Zeiten stehen an mit diesem Power-Up und Gohan wird der Erste sein, der die gewaltige Macht von Buu zu spüren bekommen wird.